klinisch erzielen lässt mit der Substanz. Und insofern freue ich mich, dass Professor Miller aus Berlin die Studienergebnisse der Phase-3-Studie zur Therapie des kastrationsresistenten Prostatakarzinoms nach Docetaxel vorstellen wird. Ja, Herr Burkemeier, vielen Dank, Herr Marschner. Ich versuche Ihnen jetzt zu zeigen, ob das, was Sie gerade theoretisch erklärt gekriegt haben, sich auch in einen Benefit für den Patienten ummünzen lässt, was ja bei unseren präklinischen Modellen und unseren theoretischen Überlegungen nicht immer zutrifft. Das ist die Phase-3-Studie, um die es geht, KUGA 301. Das sind Patienten gewesen, die schon nach Chemotherapie waren, wovon mindestens eine Abteilung Chemotherapie mit Docetaxel gewesen sein musste. Und Sie sehen Abiraterone in der Dosierung von 1000 Milligramm plus 2x 5 Milligramm Prednison, auch als Prävention schon des Mineralokortikoidexzesses versus Placebo und Prednison. Und Sie sehen schon in diesem Design, dass es für diese Patienten, zumindest zu dem Zeitpunkt, als die Studie gestartet worden ist, keinen Standard gab. Sonst hätte man ja auch nicht Placebo als Vergleichsarm nehmen können. Man kann vielleicht erwähnen, und das ist ein bisschen arbiträr gewesen, Cabazitaxel, was ja auch in dieser Studie, in dieser Indikation jetzt zugelassen ist, hat Mitoxandron als Vergleichsarm genommen, ohne dass es irgendein Standard gewesen wäre. Aber man hat einfach einen aktiven Comparator genommen, was das manchmal leichter macht. Aber es war kein Problem, diese Studie dann tatsächlich auch zu rekrutieren. Und die Zwischenauswertung zu diesem Zeitpunkt hat dann ein Ergebnis vorgelegt, dass das Data and Safety Monitoring Komitee veranlasst hat, die Studie zu entblinden. Und Sie wissen, das machen die nicht, wenn es ein negatives Ergebnis war. Ich zeige Ihnen ein bisschen die Patienten nochmal. Das sind nochmal die Zahlen, 2:1 Randomisierung. Hier sieht man die mediane Anzahl der Zyklen. Das gibt Ihnen so ein bisschen Gefühl, was vorher gewesen ist. Abgebrochene Behandlung. Das Alter jünger als das, was wir eigentlich erwarten. Also die Patienten werden auch jünger mit dem Prostatakarzinom. Sie sehen, 40% der Patienten waren symptomatisch. Knapp 30% hatten mindestens 2 vorausgegangene Chemotherapien. Und bei 70% ungefähr war die Progressionsdefinition nicht nur über das PSA, sondern auch über die Bildgebung, was ja beim Prostatakarzinom ein bisschen schwierig ist. Erwartungsgemäß 90% Knochenmetastasen, viszerale Lymphknotenmetastasen, das sehen Sie hier. Das sind relativ viele viszerale Metastasen für diese Situation, was Ihnen auch nochmal einen Anhalt dafür gibt. Das wird ja allgemein hin als Zeichen für eine negative Prognose gesehen. Medianes PSA sehen Sie, da gibt es nichts Spezielles dazu zu sagen. Das ist die Zwischenauswertung, die erste gewesen, Überlebensvorteil von 3,9 Monaten, eine gute Hazard Ratio. Und Sie sehen an dem Placeboarm, an dem medianen Überleben von ungefähr 11 Monaten, dass das schon eine relativ beeinträchtigte Gruppe war. Ich erinnere Sie nochmal dran, in der Cabazitaxel-Studie hatte der Mitoxandron-Arm ein medianes Überleben von 12,7 Monaten. Also da sind wir in der ähnlichen Gruppe. Und jetzt muss man nochmal sagen, das sind eben schon Patienten, die in der Second Line sind. Das ist eine andere, Tax 327 zum Beispiel, da sind wir irgendwo im Bereich von 18 Monaten. Ne? Wie sieht es mit den Subgruppen aus? Wenn man mal ECOG-2 hier absieht, dann ist der Vorteil über alle Subgruppen relativ konsistent, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, wenn man sich diesen Forest-Plot ansieht. Und das ist auch wichtig beim kastrationsresistenten Prostatakarzinom, das gilt nicht für alle Substanzen. Wie sieht es mit sekundären Endpunkten aus? Wir haben ja beim kastrationsresistenten Prostatakarzinom Situationen, wo kein Einfluss auf das progressionsfreie Überleben da ist. Provenge ist zum Beispiel so ein Beispiel, aber das Gesamtüberleben positiv beeinflusst wird. Und man muss sagen, das ist nicht so richtig intuitiv, wie man sich das vorstellen soll. Es passiert, hier ist es ein bisschen einfacher, weil hier auch alle sekundären Endpunkte positiv waren, also Time to Progression, progressionsfreies Überleben und auch die PSA-Ansprechrate war signifikant unterschiedlich zugunsten von Abiraterone. Das macht einem die Interpretation solcher Daten leichter. Es gab weitere sekundäre und tertiäre Endpunkte. Eines war zum Beispiel zirkulierende Tumorzellen, noch nicht wirklich als Surrogat-Endpunkt anerkannt. Aber es war eine ganze Reihe von Patienten, die diesen Cut-off vorher über 5 hatten, mit einer schlechten Prognose und dann durch das Abiraterone unter diesen unter 5 Cut-off gekommen sind und damit auch eine deutlich bessere Prognose hatten. Und die andere Seite, wir wollen ja nicht nur wissen, ob das Medikament das Leben verlängert. Wir wollen auch wissen, wie ist die Palliationssituation. Nochmal ins Gedächtnis zurückgerufen, knapp 40-50% der Patienten hatten Symptome und das sind meistens Schmerzen, 90% haben Knochenmetastasen und da kommen die Schmerzen auch her. Und Sie sehen hier,
einen deutlichen Unterschied, was die Reaktion Pain Response anbetrifft. Ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt dabei, dass es nicht nur eben eine Lebensverlängerung gibt, sondern auch eine entsprechende Palliationsreaktion. Ich zeige Ihnen nachher noch andere Auswertungen dazu. So, jetzt müssen wir mal fragen, und das ist schon angelungen, Herr Marschner hat es am Anfang schon gesagt, was sind die Kosten in der Währung Nebenwirkungen? Und wenn man sich das mal insgesamt anguckt, Sie wissen, AEs, das ist nur alles, wofür der Patient in die Klinik kommt, das heißt noch nicht, dass es irgendwas mit der Therapie zu tun hat. Und das Wesentliche ist hier kein Unterschied zu Placebo. Auch wenn man sich die Todesfälle anguckt und die UAVs anguckt, dann sind die eher im Placebo-Arm schlechter. Man kann sich dann eben die Nebenwirkungen angucken, die vorhin schon angeklungen sind, die typisch für das Medikament sind, nämlich der Mineralocorticoid-Exzess. Und hier sieht man, wenn man sich mal die Grad 3er und 4er anguckt, dass wir im niedrigen einstelligen Bereich sind. Und auch hier im Vergleich zu Placebo keine wirklich dramatischen Unterschiede haben. Wenn man das jetzt mal ganz allgemein vergleicht mit dem, was wir bisher hatten, Docetaxel als Standardtherapie, dann sind wir natürlich hier schon ein bisschen im anderen Bereich, was generell Nebenwirkungen anbetrifft. Das ist auch unsere Erfahrung gewesen aus den Studien, an denen wir teilgenommen haben und aus dem Härtefallprogramm, dass das völlig problemlos zu handeln ist, was die Nebenwirkungen anbetrifft. Unzulässiger Vergleich verschiedener Studien. Wenn man sich mal die Hazard Ratios anguckt, dann sieht das hier natürlich günstig aus, was ich immer nicht verstehe, wenn man sich dann die nächste Seite anguckt. Nämlich, das ist die nächste Zwischenauswertung, wo die Differenz zwischen den beiden Armen größer wird. In dem Fall sind es 4,6 Monate, und aber die Hazard Ratio wird eher auch größer. Man würde eigentlich erwarten, dass die Hazard Ratio kleiner wird. Noch eine Bemerkung zur weiteren Palliation. Bisher sind mit diesen Medikamenten SAEs nie wirklich angeguckt, und auch diese sogenannten Skeletal-Related Events, Skelettkomplikationen, das ist die Domäne von Bisphosphonaten und Rank-like-Inhibitoren gewesen. Aber auch hier ist das als tertiäre Auswertung gemacht worden, und Sie sehen, dass Durabiraterone alleine es zu einer signifikanten Verzögerung bis zum Auftreten der ersten SAE kommt, wobei das hier doch, und das zeigt auch nochmal, dass es ein entsprechendes Patientengut ist. Sie sehen, das sind 301 Tage, wenn Sie sich mal nochmal vergegenwärtigen, wenn Sie Denosumab geben, in der primären CRPC-Indikation, dann sind wir bei 21 Monaten. Also das ist eine ganz andere Dimension hier, das dauert hier doppelt so lang. Das zeigt nochmal, dass das schon ein weit fortgeschrittenes Patientengut auch gewesen ist. Wenn man das zusammenfasst, dann hat man gesehen, dass bei beiden Analysen ein signifikanter Überlebensvorteil rausgekommen ist und dass auch alle tertiären und sekundären Endpunkte positiv waren in dieser Studie. Dass auf der anderen Seite aber auch ein sehr guter Palliationseffekt hinsichtlich Schmerzreduktion und Skelettkomplikationen da war und dass wir in der gleichen Größenordnung sind, was den Überlebensvorteil anbetrifft, wie in anderen Studien. Und das mit einem extrem guten Nebenwirkungsprofil. Das ist auch unser subjektiver Eindruck. Es ist vorhin schon angeklungen. Ich denke, es war die Einführung von Abiraterone, die auch unsere Idee zum früher hormonrefraktären und jetzt kastrationsresistenten Prostatakarzinom geändert hat. Und wo wir zeigen konnten, dass eben der Androgenrezeptor wirklich weiterhin ein wesentlicher Treiber in der Progression dieser Erkrankung ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für die Darstellung der Studienergebnisse. Gibt es Fragen dazu? Darf ich mal sozusagen starten, bevor Sie davonrennen? So schnell renne ich jetzt auch nicht. Gut. Sie haben sozusagen, jetzt sprechen wir kastrationsrefraktär, hormonrefraktär. Wie war es denn mit der sozusagen vorherigen Hormontherapie im Rahmen dieser Studie? Also sind LRH-Antagonisten fortgeführt worden oder sollte man sie absetzen? Wo stehen wir da? Wir stehen an der Stelle, dass es keine Daten zu Abiraterone ohne LRH gibt. Umgekehrt ist es so, dass es für die Fortsetzung von LHRH in der Situation kastrationsresistent eigentlich nur eine sehr dünne Datenlage gibt. Das Problem ist, dass es aber in allen Studien gemacht worden ist und dass wir deswegen zurzeit keine anderen Informationen haben, als es weiterzumachen. Ob sich das mal ändern wird, es wird zurzeit, wenn ich es richtig sehe, auch untersucht. Die Theorie wäre eigentlich die, dass wenn wir Abiraterone geben, dann müssten wir nicht unbedingt LHA weitergeben. Aber zurzeit kann man es nicht anders empfehlen, weil es einfach keine Evidenz dafür gibt.
Die Frage der CTC ist ja noch ein bisschen früh, aber sozusagen wir haben ja in Hamburg sozusagen auch ein schweres CTC-Feld mit Herrn Pantel. Ein Zentrum sozusagen. Ein CTC-Center, genau. Ja. Ein CTC-C. Na gut. Was macht man denn mit solchen Daten jetzt? Ich weiß, dass die FDA das auch sehr klar sozusagen als möglichen prädiktiven Parameter untersucht, quasi ein Biomarker of Response. Wird es am Ende denn so sein, Ihrer Einschätzung nach, dass wir vielleicht sogar selektionieren und sagen, wer mit 5 zirkulierenden Tumorzellen initial gemessen, nach einem Zeitpunkt 4 oder 8 Wochen war es, glaube ich, 8 Wochen in dem Fall, auf eben unter 5 oder auf 1 oder sogar auf gar nicht runtergeht, die sind die Superresponder, die führen wir fort und die anderen vielleicht nicht. Ja, dann können wir das sozusagen, wollen wir dahin? Sie haben es richtig, wir wollen eigentlich dahin, wir hätten noch lieber einen Marker. Das ist ja sozusagen ein Therapiesteuerungsmarker, kein prädiktiver Marker in dem Sinne. Aber wir hätten lieber, also wo wir es vorher schon wissen, die Schwierigkeit ist immer, dass wir nur ein Entscheidungstool kriegen, um die Therapie abzusetzen. Und das ist, denke ich mal, nicht einfach, weil wir natürlich nicht genau wissen, in der Situation, wo wir die Patienten nicht unter die Fünfergrenze kriegen, ob nicht doch noch ein Benefit entsteht, weil wir ja im Grunde eine Studie machen müssen, wo wir zeigen, bei denen, die wir es nicht, wo wir es nicht hinkriegen, die teilen wir in 2 Arme auf. Im einen wird die Therapie fortgesetzt, im anderen wird sie abgesetzt. Und da müssen wir gucken, ob es einen Unterschied gibt. Die Studie haben wir nicht. Aber ja, um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, schön wäre das, weil wir natürlich dann im Prinzip den Patienten, wenn wir das zeigen können, unnütze Therapie sparen würden. Wenn keiner was will, dann darf ich noch eine dritte kurze Frage stellen. Die andere Frage war jetzt noch sozusagen, Patientenprogression nach Docetaxel, wenn man das kollektiv hier ansieht, haben Sie etwas nähere Daten dazu, wie lang der Abstand zur Docetaxel-Therapie war und ob es irgendeinen Zusammenhang zwischen Effektivität von Abiraterone und sozusagen Zeitpunkt zum Progression der vorherigen Therapie gab oder war es völlig unabhängig? Es gibt nach meiner Kenntnis zurzeit keine Auswertung dazu. Beim Capacitaxel ist das ja gemacht worden, Zeit nach Docetaxel, Zeit Progression unter oder nach. Beim Abiraterone kenne ich da keine Daten dazu. Ich denke auch, dadurch, dass es ein völlig anderer Wirkmechanismus ist, spielt das erstmal keine Rolle. Wir haben auch nach meiner Kenntnis keine Daten dazu, ob jetzt die Tumorbeladung für die Effektivität vom Abiraterone irgendeine Rolle spielt. Nicht? Sie können ja das Docetaxel halt absetzen, können sagen, ich warte, bis das PSA bei 3000 ist und dann gehe ich erst rein. Oder ob es sinnvoll ist, möglichst schnell und früh anzufangen, dazu haben wir zurzeit einfach keine Informationen. Ja, die ganz schnell Progredienten könnten ja doch die biologisch schlechteren sein. Selbst das könnte so sein, aber ja, das ist richtig. Aber also wie immer wir schnelle Progressionen messen mit Verdopplungszeit oder Bildgebung oder so, ich denke, dadurch, das ist ja, ich mache es umgekehrt einfach von der Behandlungspsychologie, wenn Sie ein Medikament mit wenig Nebenwirkungen haben, dann haben Sie auch immer kein Problem, früh anzufangen. Bei den anderen ist es schwieriger. Ich hätte noch mal eine ganz praktische Frage. Die Nebenwirkungen waren ja die Hypokaliämie und die Hypervolämie. Was geben Sie denn dem Kliniker mit, wie er diese beiden Störungen angeht? Na, wenn Sie das, also, dass die wirklich klinisch relevant werden, ist ja relativ selten, weil sie ja von vornherein eine Prävention mit Prednison machen, ganz wenig. Von den Patienten haben Eplerone oder was gebraucht als sozusagen als ACTH-Inhibitor. Und wenn, dann würde man das überlegen. Oder wenn das nun wirklich exzessiv wird, muss man überlegen, ob man halt gegensteuert mit entsprechend mit Kalium, mit entsprechenden Maßnahmen oder das Medikament einfach erstmal absetzt, wenn das wirklich. Aber das war, wenn man sich die Daten anguckt, das war fast nie notwendig. Wir haben das auch nie erlebt. Starker Einwand, ja. Würden wir auch so sehen, da gehört das eigentlich hin. Wir haben KUKA 302 hat in der Zwischenauswertung, also das ist die Studie, die das untersucht, hat in der Auswertung, die jetzt im Sommer war, zumindest in der Zwischenauswertung keine Entblindung nach sich gezogen. Das zeigt Ihnen, dass man eine weitere Zwischenauswertung abwarten muss. Sie müssen immer bedenken, dass die Situation vor Docetaxel, was die Studien, also die Studiendurchführung anbetrifft, ist schwieriger. Wenn Sie den Endpunkt, das ist ein kombinierter Endpunkt, progressionsfreies und Overall Survival in dieser Studie, aber der wesentliche ist Overall Survival. Und wenn Sie Medikamente hinten nach noch haben, die das Overall Survival beeinflussen können, ist es schwerer, den Effekt zu erzielen. Deswegen kann es sein. Aber jetzt nehmen wir mal an, die Studie ist positiv, dann ist es ganz klar an der Stelle, wo das
Medikament in Zukunft seinen Platz haben wird. So denke ich, sehen das die meisten. Also würde, wenn, dann eher Allactone geben. Also es ist offensichtlich so, dass auch diese negative Rückkopplung, dass sie sozusagen das übergeordnete Hormon vermehrt produzieren durch das Prednison eben stoppen können. Was das Abiraterone ja letztendlich macht, ist, dass das übergeordnete Hormon, das ACTH, eben mehr produziert. Und das können Sie, diese Rückkopplung können Sie durch das Prednison genauso negativ beeinflussen. Das hat jetzt erstmal mit den sekundären Folgen des Mineralocorticoid-Extraktes erstmal nichts zu tun. Das ist einfach der Versuch, die Pathophysiologie zu beeinflussen. Und das scheint zu funktionieren. Wie gesagt, in den ersten Studien hat man das noch anders versucht, aber das Prednison reicht offensichtlich bei den allermeisten Patienten aus, um diesen übergeordneten Mineralocorticoid-Exzess zu stoppen. Ja, ganz herzlichen Dank, mit Respekt auch.